eine riesige Vorfreude. Wir freuen uns mega. Jetzt haben wir so lange gewartet auf das schöne Stadion. Dann das erste Mal können aufs Eis gehen vor den Fans. In unserem eigenen Zuhause. Ja, eine riesige Vorfreude. Da sind wir jetzt eben in unserer schönen neuen Wohnung. Da die Homebase von uns, wo wir uns sicher sehr wohl fühlen. Natürlich alles sehr gross. Das erinnert uns natürlich an die Meistertitel vom ZSC, wo wir natürlich noch ein paar mehr machen wollen. Aber als erstes, wenn wir reinkommen, ist dann eigentlich die Umkleidegarderobe haben wir da rein, wo wir eigentlich die Strassenkleider wechseln in Gym-Sachen. Hier ist eigentlich unsere Lounge-Area mit der Küche, Fernsehen, wo wir manchmal auch Meetings haben. Wir, der Mannschaft, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Dann ist es sicher auch cool, kann man mal hinhocken und einen Kaffee miteinander trinken und einfach ein bisschen normal schwätzen über etwas anderes als nur Eishockey nach dem Training oder halt auch vor dem Training vielleicht. Oder eben auch ein Meeting machen mit den Blöcken zusammen. Dass man da eigentlich auch wie einen Ort hat aus der Garderobe raus, der eigentlich immer noch in der Garderobe drin ist. Ist sicher sehr wichtig, dass wir uns hier auch so finden und eben nicht nur einfach in der Garderobe, wenn man ein Schlitz schon binden ist. Das ist eigentlich, eben dann eigentlich das Herzstück von unserer ganzen Garderobe oder halt auch vom Stadion. Recht cool haben wir hier den grossen Loi oben an der Decke und nicht mehr eigentlich klassisch einen Teppich am Boden. Es gibt ein bisschen mehr Platz, um sich zu bewegen. Was ich sehr cool finde, oder wir alle, ist, halt, dass man es eigentlich versucht hat, so ein bisschen oval zu bauen, dass man eigentlich den Kontakt hat zu allen Spielern. Weil wenn ein paar im Eck hocken, siehst du vielleicht nicht vom anderen Ecke aus oder was auch immer. Und so ist wirklich eigentlich ein Kreis fast. Und dann ins Stadion raus, laufen wir dann da raus. Dann haben wir noch die Stöcke nehmen, natürlich. Und dann nachher geht es raus. Auf Eis, ja. Das ist auch ein Commitment, das wir auch merken, halt von ganz oben, wenn sie uns wirklich so eine Arena anstellen, merkt man, es gilt ernst. Es ist nicht nur einfach so ein Spass, dass wir uns jetzt hier wohlfühlen, sondern wir wollen etwas erreichen. Da drin mit den Fans zusammen die ganze Stadt eigentlich zusammenbringen und erfolgreich sein. Das ist schlussendlich das Wichtigste. Ja, Meister ist eigentlich alles, was zählt für uns. Ja, da sind wir gerade bei meinem Platz und was sehr speziell ist, da, wo ich jetzt auch das erste Mal gesehen habe, ist die Belüftung, die wir da gerade unten dran haben, eigentlich für die Schlittschuhe, wo man so hin tun kann, dass gerade belüftet wird, dass alles schön trocknet. Das ist sehr, sehr neu und das habe ich noch nie gesehen, auch in der NHL nicht. Und, der ganze Sitzplatz eigentlich ist belüftet, da hinten auch. Lüftet es auch ganz durch. Eigentlich die ganze Lüftung geht eigentlich rundherum, dass es auch nicht so stinken sollte. Und eben, dass alles schön trocken ist am Abend oder am nächsten Tag, wenn man sie wieder muss anlegen muss. Das ist sicher Next Level. Ja. Da haben wir dann gerade den Kraftraum. Was sehr gross ist und natürlich cool, high, alles. Schauen, ob wir noch ein Licht machen. Es kommt automatisch eben. Ja, riesig eben. Jetzt haben wir hier 6 Kaiser Racks und das ist wirklich top. So ein Kraftraum habe ich noch selten gesehen. Mit einer Sprintbahn eigentlich, die man hier mit dem Kunstrasen machen kann. Ja, es fehlt wirklich an nichts. Riesengross, wir haben locker Platz. Als ganze Mannschaft können wir hier gleichzeitig eigentlich das Krafttraining machen, weil eben, wir haben so viel Platz, kommst du eigentlich aneinander nie in den Weg. Und wir haben auch super Boxen, die sie aufgestellt haben, wo man Musik laufen lässt. Das hilft auch mal an. Und das da muss auch noch recht rein, ist noch cool. Ja. Und jetzt haben wir wirklich unser eigenes Eishockey-Stadion mit unserer eigenen Homebase für die Fans, für uns, für alle Hockey-Freunde. Ja, hoffentlich haben wir ein paar gute Hockey-Feste hier drin. Man sieht auch, wie steil die Sitzplätze sind. Bringt das ganze Stadion eigentlich recht nah zusammen am Eisfeld und eben die Atmosphäre dann auf dem Eis oder im ganzen Stadion wird dadurch sicher auch besser werden. Ich denke, es liegt natürlich auch an uns, wie wir Hockey spielen, eine gute Show abliefern, dann ziehen wir auch die Fans mit. Und umgekehrt, die Fans können auch uns pushen und motivieren.
Und dann kommt das sicher sehr schnell zum Leben und hat sicher auch alle Fans Freude.